essen. Puh, ich hab viele davon. Hey, du, lass mal. Da waren wir wohl zu langsam. Jetzt habe ich gedacht, ich kann das so lösen, aber... Ne, pass auf, dann gehen wir hier nochmal zurück. Der dürfte da hinten nicht gesehen werden. Kein Problem. Höhle? Was meinst du damit? Okay. Gut, und jetzt gehen wir nochmal ran. Ja, wir treffen uns da. Gleich fesseln, du gehst mal hier zurück. Hector, du nimmst die mit und wirfst sie hinten gleich ins Gebüsch. Einmal zack, verschwinden lassen und den auch gleich verschwinden lassen. Sicher, sicher. So krieg ich den, wenn ich. Ich hab viele davon. Ja, wie schaff ich? Sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Das war jetzt einfach nur mal so testweise. Aber es hat funktioniert. Du gehst mal da drüben mit ihm hin. Und Hector, du hörst dich mal da um. Doc Hook. Okay. Besonderer Name. Also ich muss ihn auch wieder von seinem, von seinem Leid des Lebens erlösen. Gott, mein Schädel. Kein Problem. Jetzt habe ich nicht gehört, was er gesagt hat. Mist, gibt es irgendwo ein Lock oder so? Cooper, Kate, Cooper, Hector. Ne, das ist nur aus uns, bei uns dreien. Schade, jetzt habe ich mich kurz verklickt und dann kann jetzt Sixpert nur komisch gelacht. Das schaffe ich noch. Also ich kann ihn ausnocken, ja. Das klärt die Birne. So, wieder der Metzger wie hieß die Stadt? Er hat nichts gesagt, okay. Er verpetzt mich aber nicht, wenn ich in ihm vorbeilaufe. Dann lasse ich den Doc einfach mal Doc sein. Oder weißt du was? Einfach, weil ich's kann. Hey, kennen Sie jemanden mit Zahnschmerzen? Ach so, mehr sagt er gar nicht. Weißt du was? Einfach, weil ich's kann. Ich finde es nicht gut, den Zahnarzt auszunocken, aber wenn er schon rumläuft wie der Metzger. Töte 31 versteckte Mimi-Entwickler. Der hat jetzt auch dazu gezählt. Aber jetzt muss ich ein bisschen Korinthenkacker sein. Wir haben ihn ja nicht umgebracht. Wir haben ihn nur ausgenockt. Oder zumindest nur gefunden. Aber naja, da will ich jetzt mal nicht so sein. Der Mann, die hier... Nee, damit hätte man nichts machen können. Okay. Ich wüsste nicht, wie man den hätte kriegen sollen, aber wir haben ihn niedergehauen. Das heißt, wir haben den Sheriff da hinten auf jeden Fall auch noch um. Der gehört vielleicht auch noch dazu. Ist mit den zwei Longcoats, da kann man echt bloß ausweichen momentan. Mein Leben für eine Flinte. Aber okay, sag mal her. Hier und hier haben wir auch ein paar Hühner. Da hinten ist der gerade weg. Warte mal, hier sind noch gar keine Longcoats hier hinten. Das heißt, Kate, ich muss dich mal kurz... Ja, ja, mal kurz bitte umziehen. Okay. So, dem erzählen wir unsere Lebensgeschichte. Und Hector nehmen wir mal kurz Anlauf und tackeln den von der Straße. Nee, natürlich nicht, weil der da guckt. Sorry, Darling. Ich höre zu, ich höre. Das ist schlecht. Aber pass auf, dann machen wir das anders. Ich muss weg. Hey! Morgen findet ein Pokerturnier statt. Glaubst du wirklich, du bist schon so weit? Letzte Nacht habe ich gewonnen. Ich wette, das wolltest du lieber vergessen. Ich hab den Unhold. Ach so. Ja. Ich bin eben. Tut mir leid, ah, alles gut, ich habe ihn nur verklickt. Ja. Vielleicht muss ein Rasenblick gewesen sein. Bin unterwegs. Ich schaff das. Knappen. Ich kümmere mich. Nein, keine Sorge. Ja. Das hier schaut auch wieder sehr einladend aus. Da müssen wir doch gleich mal schauen gehen. Komm schon. Und? Wie war dein Tag? Sicher. Oh, du hast eine wundervolle Stimme. Ah, jetzt sind die schon wieder... Jetzt ist der schon wieder leider weggegangen, aber da können wir zwei, drei Stück auf einmal niedermachen. Klar. Was immer du musst willst. Deine Spuren verwischen, Arschloch. Na, ist die Mühe nicht wert.
Darf ich mich ein bisschen anlehnen? Kein Problem, Alter. Du hältst jetzt mal die Backen, du hast nämlich nichts gesehen, hm? Das hält schon. Nein, keine Sorge. Was immer du sagst. Sehr schön, zack, haben wir das auch weg. So, ich könnte mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel hier wieder Abzeichen gibt mit wirklich niemanden niedermachen. Ich meine, wir haben mit der Kanone schon zwei Leute umgehauen. Hier mal auf Abstand, hier mal rüber. Sondern werden wir mal da zwei Leute verabschieden, mindestens. Wie konnte das nur passieren, fragt man sich. Ich hab den Unhold gesehen. Er trug langen Mantel und große Hörner. Der möchte jetzt ein bisschen suchen gehen. Der arbeitet aber da hinten alleine. Theoretisch könnte ich ihn da hinten einfach weghauen. Dazu müsste Cooper nicht direkt reingehen, sondern... Wobei es hätte jetzt vielleicht noch gereicht, aber egal, gehen wir mal so hoch. Klar, kommt nur her. Kommst du hoch? Schade, er kommt nicht hoch. Okay. Wie schaffe ich? Könnte selber Schlaf gebrauchen. Das Ende. Knappe Kiste, auch hier wieder. Okay. Hier Fußspuren hinterlegt. Klar, kommt mal her. Das gibt's nicht. Man muss auch mal richtig viel Unglück haben, so wie ich. Also wir können hier hinten im Sand auf jeden Fall auch nicht den hier uns einfach so schnappen. Da müssen wir hier auch mal diese Leute da. Ah, ist natürlich eine Dame, die uns dann nicht, die sich da nicht ablenken lässt. Als ob der einfach an. Selber Schlaf gebraucht. Als ob der einfach an mir vorbeigelaufen ist. Und die das gesehen haben, aber sich nicht beschwert haben. Nee, komm, das wäre jetzt geschummelt, wenn ich das jetzt so machen würde. Warte mal. Du bleibst da, dann machen wir das anders. Okay. Wie war nochmal mein Tisch? Ich spiele dir was vor. Suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen. Das ist cool, dann komm du direkt mal hier mit. Und dann auf Wiedersehen. Fesseln. Kate geht auf Abstand. Dann versuchen wir uns mal noch da durch, durchzuziehen. Wiegt ordentlich, aber wirft ihn mit einer Hand einmal quer durch den ganzen Bildschirm. Das ist genau meins. Perfekt. Okay, sie ist hier. Ach, das ist auch noch eine Dame. Okay, ich verstehe. Dann müssen wir wohl mit Hector da mal durch. Langsam. Langsam. Hoppala. Doch nicht so einfach. Pass auf, machen wir anders. Hector, du wartest mal hier. Ja, soweit wir mit den hier nicht rausziehen können, oder? Glaube ich. Aber sicher. Endlich passiert hier mal was. Der Tresor ist aus der Wand gerissen. Schade, das hätte ja funktionieren können. Achso, weil ich speichere irgendwie noch Kapitel an den schlechtesten Stellen, merke ich gerade. Okay, da hinten sieht das doch theoretisch niemand. Okay, das heißt, ich muss noch weit genug da reinspringen, dass mich da niemand sieht. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Der Tresor ist aus der Wand gerissen worden. Selbst mit Spuren übersät. Dadurch. Dann ist das wahr? Satan höchstpersönlich verletzte nach dir. Satan höchstpersönlich, interessant. So, du kannst dich doch hier frei bewegen.
Kann ich auch da den da ausknocken? Hey, die da? Oh ja. Achso, nee, sieht natürlich ihr Freund da hinten, das ist schlecht. Aber wir haben den da zumindest schon mal. Okay. Sekunde. Ich brauche nur einen Blick. Ach, oh. Was habe ich denn da gefunden? Das habe ich gar nicht gesehen. Wir müssen da rein. Ich verstehe. Wieso liegt der denn da drin? Alles klar. Gut, haben wir das schon mal geklärt, wo der Doc ist. Muss ich mir vorher die Gespräche hier noch anhören? Nee, der wird irgendwas anderes wahrscheinlich erzählen. Wie komme ich denn jetzt da durch? Ich müsste den irgendwo hinziehen, wo der nicht gesehen werden kann. Kann der? Aha, ich weiß, wo ich dich hinziehe. Pass mal auf. Ich hab's drauf. Erlang, glaube ich. Ich komme, Baby. Was müssen die in alle Richtungen gucken? Warte mal, haben wir das so? Ich hab's drauf. Warum gehen wir nicht darüber? Aber sicher. Ich finde es auch schön, wie die in jeder Mission angepasst eben sprechen, auch hier mit dem Restalkohol und so. Hä, wieso hat das jetzt sofort wieder aufgehört? Komm schon. Es sind so ein Haufen Vögel hier. Und er bleibt ja nur die Möglichkeit, das zu tun, während sie gerade zurückläuft. Also jetzt. Bin unterwegs. So, und ich sehe auch gerade, er bleibt ausgenockt, wenn wir ihn aufheben. Nur wie kriege ich dich jetzt erstmal da raus, ist die Frage. Der sieht mich hier nicht. Nee, falsch. Ganz langsam. Ich schaff das. Ist da irgendwas? Das sind Fußspuren. Nee, nee, hier ist niemand. Dann müssen wir ein Stückel zurückziehen, dass wir den außer Sichtweite aufheben können. Das sollte die da drüben aber nicht sehen. Also im Sinne von... Ja, im Sinne von, sie wird es natürlich wieder sehen. Aber gerade so, da hätte ich jetzt ja gedacht, dass es funktioniert. Zum Glück konnte ich nur ein bisschen improvisieren. So, der kann doch nicht bis da hochschauen. Oder natürlich kann der bis da hochschauen, aber das ist kein Problem, weil... Achso, ja, weil... Okay. So. Und so. Einmal mit der Münze den anderen da hinten ablenken. So, und das gleiche machen wir jetzt nochmal. Ich habe viele davon. Aber ganz klar. Gut, so war es nicht geplant, aber so ging es jetzt auch. Problem gelöst. So, und dann können wir jetzt hier erstmal wieder aufräumen. Hier, warte mal, du bleibst da. Einmal da runterwerfen, bitte. Vielen Dank. Dann einmal hier runter und die zwei da wegräumen. Zwei gehen auf. Achso, da kann ich nicht werfen. Schade. Ach, die zwei haben wir auch noch da liegen. Sollten wir vielleicht auch mal wegräumen. Ja. Kein Problem. Komm schon. Das muss echt eine fetzen Nacht gewesen sein. Wenn ich mir das hier alles so anschaue. Jetzt
Jetzt konnten wir die auch so halbwegs dann aus ihren Verstecken da rauslocken, dass sie auf uns zukommen, auch wenn das so in vielen Stellen oder in vielen Teilen nicht geplant war. Ich schaff das. Huch, was ist das? Da fliegt wieder irgendwas durch die Gegend, was ich nicht zuordnen kann. Ich sehe es schon vor uns, weil ich es gerade nochmal gelesen habe, der Captain, der wird in dem Moment los, von wo wir uns dazu gesellen. So, kann ich hier rein? Nee. Ich kann bloß hier rein, das heißt, ich müsste warten, bis sich der umdreht. Aber es bringt auch nichts, weil dann ist ja der hier mit dem Weg. Ach, schau an, die laufen hier im Kreis, oder wie? Ah, ich bin wahrscheinlich schon zu spät, aber schauen wir mal. Vielleicht irgendeine Art von Voodoo-Zauber? Das hält schon. Moment. Komm schon. Das hat gerade so gereicht, mal ein bisschen Verspätung. Kann der zur Tür rausgucken? Ja, aber er kann nicht den da sehen, den ich gerne gleich mit Lieder machen möchte. Gedankenkontrolle. Warte mal. Etwas Dummes habe ich im Leben. Hey, Doc. Hey, bist du hier drin? Seltsam, Dinge geschehen. Hör auf zu zappeln. Langsam. Mach den Weg frei. Und wieder zu schnell gewesen. Ich wollte ihn jetzt nämlich gerade noch erwischen, bevor. Er hier wieder reinläuft. Aber weißt du, wie wir das Problem lösen? Wir machen das einfach so. Nehmen den mit. Legen den hier ab. Warten, bis er wieder kommt. Ich kümmere mich. Damit ist der auch weg. Ach so, es sieht immer, weil hier zum Glück das Ding umgeschmissen wurde. Deswegen kann ja niemand reinschauen, ich verstehe. Freies Land und Zauber? Also ich habe das Gefühl, die haben auch alle ein bisschen gesoffen. Einmal darüber, wie auch diesen massigen Longcoat einfach durch die Gegend wirft. Das ist schon herrlich. Aber nicht. Machen wir uns doch das ganz einfach. Oh, mein Kopf. Wie könnten wir sie überhaupt schnappen? Rosie ist ein kleines Mädchen. Vielleicht irgendeine Art von Voodoo-Zauber? Ich habe gehört, dass sie damit gedankt. Rosie ist ein cleveres Mädchen. Das klang so, das klingt jetzt, als hätte die sich absichtlich mit uns eingelassen. Wir haben sie auf jeden Fall sicherheitshalber mal ausgenockt und haben uns ihr Geld ausgeliehen. Hector, komm mal hier schnell rum. Okay, gerade hat er noch ein rotes Kreuz angezeigt, ich war mir nicht sicher. Aber jetzt auf zum Doc. Hey Doc, aufstehen und glänzen. Ist das ein Hufabdruck in seinem Gesicht? Der wacht nicht so bald auf. Naja, dann tragen wir ihn. Das Boot wartet nicht. Autsch. Aber wie? Ich wollte gerade sagen, so nett, dass ich ihn jetzt auf den aufhebe. Dabei soll er ja aufstehen, aber nee, wir können ihn ja nur tragen. Weil ich wollte eigentlich so backpfeifenmäßig ihn irgendwie aufwecken oder so, aber... Da passiert nicht viel. So, ich würde sagen, da räumen wir gleich noch mit auf. Aber was haben die denn mit Voodoo und Gedankenkontrolle? Und er bietet uns denn auch noch ein Gespräch an. Okay. Ganz langsam. Wie machen wir bloß jetzt weiter, ist die Frage. Was zur Hölle war in der Flasche? So, dann zeig mal her, wie machen wir da weiter? Achso, hier kommen wir nicht raus. Ziel aktualisiert, ich hab's gesehen. Genau, einmal nach da oben müssen wir. Keine Sorge. Das ist eine Dame, die sich nicht ablenken lässt. Die auch ziemlich weit gucken kann. Ich hab's
sonst ein ruhiges Plätzchen. Aber sicher doch. Komm mal mit.